So, herzlich willkommen hier bei Tatschanka TV. Heute machen wir, wie angekündigt, Assassin's Creed Mirage. Und ja, es spielt diesmal nicht in einer großen Welt, sondern in einer kleinen Welt. Oder sagen wir mal, in einer Stadt, in Bagdad. Und behandelt eigentlich auch den besten Teil, den ersten Teil. Also, ja, das ist so das Ding, ne? Ich hoffe, das macht auch Spaß und so. Man hat auch viel zu tun und so was, das wird auch Sinn macht. Und ja, wir springen direkt mal rein. Ich habe auf hart gestellt, das Dingen. Ja, wir wollen ja schließlich auch was zu tun haben. Und es soll ja auch realistisch sein, dass wir dann auch mehr schleichen müssen. Ne? So, was machen wir hier? Deutsch natürlich. Deutsch. Aber brauchen wir keine Untertitel. Ah, ich hab das wieder so laut. Ich höre gar nichts. So, dann bin ich ja mal gespannt hier. Los geht's. Alter, Leute, bitte. Neues Spiel. You asked me once about this memory. Es ist doch auf Englisch. I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief. Oh, Bagdad, that is a Bagdad. Scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, Bagdad, but for all those he saw suffering on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known then, resisted, striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart. Basim ibn Ishaq. He honored the creed. He challenged it. So must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Balu, wo willst du hin? Du passt doch da gar nicht rein. Ey. Balu, mach Platz, komm. Mach mal Platz. Sei lieb und mach Platz, komm. Ich will hier was gucken. Man kann halt auch noch nicht mal unterbrechen und auf Deutsch stellen. Gar nichts. Ja? Ey, Balu. Balu, hör auf da mit dem Kabel. Sag mal, was machst du da? Ab! Sag mal, willst du ja alles ausmachen oder was? Ob du alles ausmachen willst? Immer diese Tiere hier, wa? Die begeben sich hier in die höchste Gefahr. Oh, was ist das? Habe ich ein falsches Spiel angemacht? Bin's auf Fernsehen. So, da ist unser neuer Protagonist. So, dann stellen wir das direkt mal um, damit wir auch alle was verstehen hier. Grafik extrem hoch alles. Deutsch habe ich gemacht, so. So, das müssen wir auf Deutsch stellen.
Komm, wir machen einfach erstmal weiter. Man kann heutzutage einfach gar nichts mehr hier umstellen, ehrlich. Also, da regt mich schon wieder auf hier. To strip the flesh from my bones, dine on my innards, never has much to say. Yet it leaves its mark. So, tut mir echt leid, ja, aber das geht mir so am Piss hier, ehrlich, ey. So, jetzt aber. Natürlich müssen wir das ganze Spiel wieder neu laden, nur weil man die Sprache ändert. Früher war das anders. Al-Anbar, so. Gucken wir uns direkt mal hier oben. Was haben wir hier? Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Schon besser, jetzt die verstehen Schätze wir den auch. Gaunerlebens. So, da haben wir ein bisschen Schmuck eingesammelt, so wie sich das gehört als Gauner. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Dawish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Was soll ich machen? Okay, Leertaste gedrückt halten, dann geht das. Guten Tag. Assassin's Creed ist Parkour in Reinform, ja? Das Spiel kann er da einfach. Das erinnert mich so ein bisschen an Prince of Persia hier alles, ne? Dieses ganze Feeling hier. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Ja, da müssen wir alles noch lernen, hier runterspringen. Vielleicht sind Sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Okay, das Ding sollen wir klauen. Sehr gut. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Komm her! Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Dieser eitle Gockel da.
Er muss etwas von Wert dabei haben. Taschendiebster, setze das Adlerauge ein, um den Beutel zu finden. Welche Kostbarkeiten enthalten? Drücke in der Nähe E, um einen. Drücke im richtigen Moment erneut E, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Kommst du jetzt hierher zurück? Aha, okay, so eine Art Minispiel hier wieder. Sehr geschickt. Und da drüben an dem Stand. Alter, das ist ja sowas von geil hier. Guck dir mal das Kamel an, wie geil das aussieht. Ein Mann aus China haben wir auch hier. Zack. 4 Dirham Eimer hier, die arme Frau. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. So, wohin? Nach oben, da können wir direkt mal hier so ein bisschen Parcours wieder machen. Aber ich glaube, beim nächsten Mal werde ich mein Gamepad anschließen, weil da kann man einfach auch langsam laufen und rennt nicht andauern. Ne? Da kann man das besser steuern alles. Weil ich renne am liebsten nicht immer nur. Ja? Ich mache auch mal langsam und gucke mich um und sowas alles. Ne? Oh ja, das ist nicht schlecht. Auch eine schöne Stadt, also das Feeling und sowas alles. Das kommt gut rüber. Ja, von Bagdad. Das ist echt cool. Da ist Bassem. Hey, Sadiq. Hallo Kinder. Die haben aber viel Energie. Amin, wie geht es deinem Knie? Hallo. Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiqi. Die haben aber viel Energie. Man muss bei Moscheen immer die Schuhe ausziehen. Wir heute hören. Ja? Mit Sicherheit großspurig. Und dann klaut er den wahrscheinlich den Schuh davon. sieh an, da kommt der Vollpelz, ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich habe gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschieren. Oh, hier kann man mal lesen. Unter uns Sammlern, Davis Sadiqi. Oh, wie die größte Schönheit hinter einer unsichtbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter den einfachsten Steinen oder der bescheidensten Ladenfront.
Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und das mir zu Ohren kam. Du hattest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Chorasan und Perlen aus dem Meer, um allhind auf Lager. Lolzes Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir deinen Preis, ich werde ihn bezahlen. Mhm. Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balg genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Das Verzeichnis stehen. Du bist auf dich allein gestellt. Ist mit ihm hier? Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Du bist auf dich allein gestellt. So, dann sprechen wir nochmal mit ihr hier. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassi. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Oh, alles gut. Man muss doch mal was für die Ehre tun hier. Aber ich muss sagen, sieht schön aus, ja. Also die Stadt hier, ne, ist schön gemacht, ja. Man fühlt sich wie im Orient hier. So, dann gehen wir mal hier weiter zur Markierung. Oh, was passiert jetzt? Oh, da haben wir schon die ersten Gegner hier. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib Ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Ja, Wachen werden misstrauisch und sehen nach, wenn die dich in ein Sperrgebiet erspähen. Drücke C, um zwischen hohen Pflanzen zu ducken und weniger leicht entdeckt zu werden. Oh, scheiße. Ich kann auch nichts machen gerade. Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist. Um nicht in einem offenen Kampf verwickelt zu werden. Das wollen wir natürlich auch so machen. Deswegen haben wir das auf hart gestellt, damit wir auch immer schleichen müssen und eine Herausforderung haben. Ne? Er hält ja auch angeblich auch nicht viel aus. Also muss man das sowieso heimlich machen. So, drücke F, um einen Gegner bewusstlos zu schlagen, ehe du entdeckt wirst und andere Gegner in der Nähe alarmiert werden. Zack. So, da haben wir uns den auch schon geholt. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Sehr gut gemacht, Kumpel. Dann tun wir dem Kollegen mal hier verstecken, ne? Zack. Dein Schwert können wir nicht looten.
Bin gespannt, ob es hier auch Loot gibt. Ja, legendäre Waffen und sowas. Nicht mehr lang. Suche nach einer Wache in der Nähe, um ihn zu stehlen oder zu erbeuten. Oh, da haben wir den Schlüsselmeister. Ah, ja gut, okay. Da ist da in dem Gebäude. Okay, da ist er. Scheint auch niemand sonst auf dem dritten Stockwerk zu sein. Ist auch zu. Mist. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten reinkommen, ne, ins Gebäude. Scheint auch alles zu sein. So, jetzt ist er auch unten. So. Kommen wir hier nicht rein? Oder? Nee, leider kommen wir da nicht rein. Müssen wir uns erstmal unten durchgucken hier. Da haben wir eine Wache. Da kommen wir natürlich nicht hin, ne? Da müssen wir einmal hier rumlaufen und gucken. Ja, wie kommen wir denn da am besten jetzt rein? Oh, gar nicht mal so schlecht hier, ja, für so einen Meisteranfänger. Okay, dann warten wir mal, bis er uns nicht mehr sieht, weil ich weiß jetzt nicht, wie das da oben aussehen wird. Mit Pfeifen kann man die auch noch anlocken. Interessant, dass wir die Info erst jetzt kriegen. Unser Kollege ist sehr gestresst. Aber man kann sehen, als hätten wir nie was anderes gespielt, meistern wir auch die Situation. So. Da ist es das, wonach ich... Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis hat. Oh, was haben wir denn hier noch? Vielleicht bekomme ich den alten Grießkram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Ein paar Grießkram-Sachen, die wir verkaufen können wahrscheinlich. So, dann gehen wir wieder heimlich und still hier raus. Und hauen dann auch so schnell, wie es geht, hier ab. So, jetzt sind wir aus der Gefahrenzone raus und dann geht er auch wieder hier. Du bist noch heil, wie ich sehe. Ja, das sicher. Viel zu einfach. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Oh. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Ja, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Das ist einer von den Assassinen. Gib es her. Du bist eine von ihnen.
Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Ach komm schon. Was soll denn das? Diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Chassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. So, ich denke mal, das war es jetzt erstmal für die erste Folge. Und wir nehmen dann auch direkt einen Anschluss, Uncut, direkt wieder weiter auf. Deswegen